Liebe Zuschauer, vor 10 Jahren, da war die IAA noch viel Show und viel, wenn man ehrlich ist, PS-Geprotze. Das hat sich geändert. Die Zeichen der Zeit stehen auf Elektromobilität und mühsam und langsam mussten das auch die deutschen Hersteller einsehen. Reichweite statt PS, oder? Wer investiert da realistischerweise? Wie viel? Was bleibt Studium? Was kommt wirklich irgendwann mal auf den Markt? Machen wir den Realitätscheck mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Schönen guten Tag, Herr Pieper. Schönen guten Tag, hallo. Ja, schon vor der IAA haben einige Hersteller angekündigt, was sie investieren wollen. Und eigentlich möchten sie in den nächsten 5, maximal 7, 8 Jahren eigentlich alle Autos zumindest mal hybrid-elektrisch unterwegs haben, viele sogar rein elektrisch. Das kostet einen Haufen Geld. Und der Daimler-Chef Dieter Zetsche hat schon vorher gesagt, hohe Investitionen sind einerseits nötig und geringe Margen. Ist das zumindest mal eine realistische Einschätzung dessen, was die Branche in künftigen Jahren erwartet, nachdem sie mit der Elektromobilität ja nicht so ganz so schnell in Fahrt kam? Ja, das Gute daran ist, dass wirklich in einigen Äußerungen jetzt auch der Realismus einzieht, dass man auch nicht nur Show machen will, dass man nicht nur von 40, 50 oder gar 80 Elektromobilen spricht und natürlich hier jede Menge ja im Prinzip noch Showcars zeigt, sondern dass eben da auch Stimmen jetzt kommen, wie beispielsweise gestern von Daimler, was ich sehr gut fand, dass sie sagen, nee, das kostet also sowieso sehr, sehr viel Geld, aber das kostet auch Marge, weil die E-Cars auf keinen Fall von Anfang an so profitabel sein werden, wie es die herkömmlichen Autos sind. Das war mal der erste Daimler, die sich da aus der Deckung gewagt haben und gesagt haben, wir werden künftig nicht so viel Geld verdienen können, wie es mit einem Verbrennungsmotor pro Auto möglich war, respektive ist. Auf der anderen Seite sagt gerade Daimler, wir sparen dann mal 4 Milliarden ein an Fixkosten, an Personalkosten, aber auch an Forschung und Entwicklung. Und ist das nicht eine gefährliche Entscheidung? Ja, es ist, man muss sowieso sagen, die Unternehmen haben ja die letzten Jahre schon eine Menge gespart. Auch Daimler hat ja, ich weiß nicht, in 15 Jahren so und so viel Sparungen hinter sich. Ich glaube, so arg viel zu sparen ist da gar nicht. Und ich finde es eigentlich ganz, ganz richtig, wenn man auch mal sagt, wir müssen mal richtig viel Geld ausgeben. Der Gewinn kann auch mal ein Jahr zurückgehen. Und da muss man auch nicht gleich mit so einem Sparreflex kommen. Sparen kann auch manchmal verkehrt sein. Und ich glaube, im Moment ist es wirklich richtig. Man nimmt eine ganze Menge Geld in die Hand, sinnvollerweise natürlich, wenn es geht. Und tut das wirklich in Zukunftstechnologien. Und dann ist es auch richtig, wenn es mal ein paar Quartale auch mit dem Gewinn zurückgeht. Nun gibt es ja schon Modelle, die, naja, ich will nicht sagen, vielleicht serienreif haben, aber die realistischerweise auf den Markt kommen können. Wir stehen hier an dem EQA, einem Elektroauto auf Basis der A-Klasse. Wie viele Autos von dem, was hier jetzt auch so gezeigt werden, wie viele kommt denn da so aus Ihrer Erfahrung dann wirklich mal auf die Straße und wie viel bleibt eigentlich nur Konzept? Ja, erstmal werden ja in der Regel Konzeptautos gezeigt, wenn man wenig richtige Modelle zu zeigen hat. Dazu kommt jetzt natürlich das Thema E-Mobilität und Zukunftstechnologien. Da will man auch zeigen, dass man dabei ist, auch wenn man noch gar nicht wirklich so stark dabei ist. Das heißt, man will auch schon ein Zukunftsbild entwerfen. Und all das vernebelt so ein bisschen die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit steht gleich nebenan, das ist so ein Rennauto. Auf Basis kann ich gar nicht genau sagen, das ist jedenfalls das Gegenteil eigentlich von dem, was man hier als EQA sieht. Und das ist eigentlich noch die Realität der Autos, die ganz stark noch auf die Karte herkömmlicher Autos Power-Performance setzen. Und das ist quasi Gegenwart. Ja, wie viel sieht man davon? Schwer zu sagen. Bei dem EQA würde ich sagen, da sieht man eine ganze Menge von. Bei einigen anderen Modellen sieht man praktisch gar nichts von. Was als Konzeptauto für 2021 beispielsweise vorgestellt wird, das muss mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben, ist vielleicht auch ein Stichwort, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, wie Automobilaktien im Moment eingeschätzt werden. Allein bei Daimler hieß es in den letzten Tagen, Turnaround des Jahrzehnts, Absatzrekorde, China stark, 40% Kurspotenzial. Das Autojahr 2017 war jetzt nicht das Autojahr bei den Automobilaktien bis dato. Ist das jetzt relativ viel Vorschusslorbeer, der da verteilt wird? Oder ist das eine realistische Einschätzung dessen, was an deutschen Autos an Potenzial bei den Herstellern steckt? Also ich muss sagen, es gibt eine zweigeteilte Welt eigentlich. Es gibt schon einige Zulieferer, die sehr, sehr gut performen dieses Jahr. Ich denke beispielsweise die MDAX-Werte, Heller und Leoni gehören dazu. Top-Performer, viel, viel besser als die Autohersteller. Die Autohersteller sind sehr schlechte Performer. Das ist schon eine zweigeteilte Welt, die irgendwann auch mal wieder ein bisschen zusammenwachsen muss. Aber ich glaube, die Gründe, warum man wenig Geld in Automobilaktien steckt, die haben wir teilweise schon angesprochen. Es werden halt riesige Gelder investiert werden müssen. Und es kommt sehr, sehr viel Nacharbeit, es kommt sehr, sehr viel Aufräumarbeit.
die auch teuer ist. Und die kann man, da kann man sagen, das kann durchaus auch 20, 30 Milliarden kosten. Nämlich den Abschluss der ganzen Dieselskandale, der Kartellfall. Dann irgendwann kommt ein großer Mitarbeiterabbau auf die Unternehmen zu, glaube ich, fürchte ich. Und all diese Dinge werden noch richtig viel Geld im Nachgang kosten. Das heißt, die Aufräumarbeiten der traditionellen Technologie, die vielen Gelder, die neuen Technologien. Dann auch die Frage, was macht der Kunde denn, wenn er ganz realistisch weiß, dass so ein EQA nächstes Jahr kommt, kauft er dann überhaupt noch ein Auto, wo er weiß, dass es keine Zukunftstechnologie mehr hat. Das heißt, irgendwann kommt auch eine sehr, sehr starke Käuferzurückhaltung, glaube ich. Und all das fühlt, merkt, glaubt der Investor zu wissen. Und deswegen hält er sich so zurück. Und ich glaube, es ist auch richtig, sich bei den OEMs zurückzuhalten. Man merkt gerade bei VW zum Beispiel, Dieselfahrzeugeabsatz geht zurück. Im Sommer in Deutschland allgemein der Absatz relativ stark rückläufig. Nun sagt VW, wir wollen 20 Milliarden in neue Autos, neue Modelle, neue Elektromodelle investieren und auch noch in die Batterieproduktion. Sie sagten gerade, die arbeiten noch an ihrer Dieselaffäre. Wo kommen denn die ganzen Milliarden her, wenn schon der Absatz zurückgeht, die Aussichten noch recht verhalten sind? 20 Milliarden für neue Autos? Wie kriegt man so viel Geld zusammen? Gut, die 20 Milliarden erstrecken sich über mehrere Jahre. Jetzt hat VW ein Budget pro Jahr von immerhin 12, 13 Milliarden Euro. Es ist halt ein Riesenkonzern, der auch Glück im Unglück ziemlich erfolgreich wirtschaftet, abgesehen von diesem Dieselskandal. Es eigentlich relativ gut läuft, erstaunlich gut läuft. Und dass eben in diesem Jahr ja auch ein operativer Gewinn gemacht wird, der irgendwo dann am Endeffekt bei 15, 16 Milliarden oder sowas liegen wird. Also da werden schon ordentliche Summen noch verdient, trotz Dieselgeld. Ordentliche Summen verdient Tesla zum Beispiel nicht, hat es aber auf der anderen Seite offensichtlich gar nicht nötig, auf die IAA zu kommen. Denn das neue Modell, das Model 3, läuft so gut mit den Vorbestellungen, dass sich deutsche Hersteller fragen müssen, oder ist die Aussage deutscher Hersteller richtig, was Tesla kann, das können wir auch? Ja, im Prinzip ist das sicherlich richtig. Ich glaube, dass sie das Auto entwickeln könnten, dass sie es bauen könnten. Sie tun es halt aktuell noch nicht. Und das ist der große Unterschied, liegt daran, dass Tesla ganz, ganz konsequent ohne Rücksicht auf Verluste, ohne natürlich Rücksicht auf Altlasten, auf alte Werke, auf hunderttausende Mitarbeiter, in Klammern dazu, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass sie ja ganz konsequent auf die Zukunft setzen. Und das können und wollen auch die deutschen Hersteller in dieser Form nicht machen. Und dazu haben sie auch diese Philosophien dieser unglaublich langen Entwicklungszeiten, die Tesla ja auch in Frage stellt und auch in dieser Form nicht macht. Die schicken ja auch ihre Produktion vom Produkt 1 der 3-Serie in den Markt, ohne viele Prototypen, ohne viele Praxistests. Und es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und Tesla setzt, man kann es auf den Punkt vielleicht bringen, einfach total konsequent auf die Zukunftstechnologien. Und das tun ja die Deutschen bei weitem noch nicht und können sie auch nicht. Also noch keine deutsche Konsequenz oder keine Konsequenz bei deutschen Herstellern. Immerhin, jetzt wird auch in Batterieproduktionen investiert. Das macht aber Tesla ja auch schon seit geraumer Zeit. Das Neueste ist jetzt, Schnellladestationen in die Metropolen zu bringen. Ist damit Tesla auch schon wieder einen Schritt weiter? Oder anders gefragt, gibt es noch Alternativen zu dieser Batterieproduktion? Gibt es noch Alternativen in Form von Wasserstoff? Oder gibt es vielleicht Alternativen in Form von Plug-and-Play-Akkus, die man einfach austauscht und als Pfand einen neuen kriegt? Das könnte sein, dass die Geschäftsmodelle mal so aussehen, dass man Batterien auch austauscht. Kann ich mir auch gut vorstellen, deswegen, weil die Batterietechnologie ja offensichtlich jetzt sehr schnell voranschreitet. BMW redet inzwischen von Reichweiten von 700 Kilometer. Die konnte man sich vor 3 Jahren wirklich noch gar nicht vorstellen. Und 500 Kilometer scheinen realistisch zu sein in 3 Jahren. Da hat man auch vor ein paar Jahren noch nicht dran geglaubt. Und auch deswegen, wegen dieses wahrscheinlich rapiden Fortschritts, glaube ich, dass Batterie die Technologie für die nächsten wahrscheinlich 20, 30 Jahre sein wird. Und dass man von Wasserstoff, glaube ich, allmählich dann abrücken wird. Aber Tesla geht in jeder Hinsicht nach wie vor voran, muss man auch sagen. Die anderen diskutieren seit 2 Jahren über, gehe ich in Batterietechnologie selber rein oder nicht. Tesla macht es halt einfach. Und Ladestationen, ich habe gestern noch, glaube ich, was von Daimler gehört. Die 3 deutschen großen OEMs machen zusammen 400 Ladestationen innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Jahren. Tesla ist jetzt schon da und hat das Ladenetz in Deutschland eigentlich schon gut ausgebaut an Autobahnen. Und das ist wirklich der ganz große Unterschied, der im Moment von Investoren einfach bei Tesla so positiv honoriert wird. Sie diskutieren nicht allzu lange, sie machen halt einfach, sie schreiten voran, sie setzen auf die Zukunft, sie setzen auf Batterie, sie setzen auf Ladestationen und ziehen das einfach durch, konsequent von vorne bis hinten. Und genau das ist das, was den Deutschen nach wie vor fehlt.
Was ist denn dann Ihr automobiler Topic? Welche Aktie favorisieren Sie für 2017 respektive Blick 2018? Ja, ich sehe bei den Zulieferern immer noch tendenziell ein bisschen mehr Chancen, obwohl sie wesentlich teurer geworden sind. Das wären die Heller, das wären die Conti und das wären die ganz kleine MS Industrie als Hersteller von Elektromotoren. Und bei den Autos würde ich sagen, Volkswagen ist letzten Endes auch irgendwo eine klassische Turnaround-Geschichte. Und das sind, alle Autoaktien sind billig, aber Volkswagen ist wirklich extrem billig und deswegen würde ich auf die Karte VW am ehesten setzen. Jürgen Pieper, vielen Dank. Liebe Zuschauer, zögerlich kommen die deutschen Automobilhersteller mit der Elektromobilität auf die Straße. Und was heute noch Konzept ist, wird auch vielfach Konzept bleiben oder Studie bleiben. Erst in den 2020er Jahren werden wohl die ersten Modelle rollen. Der EQA auf Basis der A-Klasse könnte einer davon bei Daimler respektive Mercedes sein. Nichtsdestotrotz, Jürgen Pieper sagt, automobile Aktien in Deutschland sind noch vergleichsweise billig. Sein Topic wäre allerdings Volkswagen.